die Weisen der Fans. Teil von Das Lied von Summa. Summas engste Vertraute sind über die Fans verstreut. Ivar muss sich im Nebel auf die Suche machen und die drei Mitglieder von Summas engstem Kreis wiederfinden. So, da müssen wir jetzt also das Leuchtfeuer entzünden, das hier oben auf uns wartet. Also ich beobachte ja echt, so manchmal schweifen meine Blicke echt lange auf irgendwelche Gemäuer oder auf irgend so ein Gras, weil ich das so schön finde. Das ist krass. Ach, hier gibt's einen Schlüssel. Oh, der hat einen Schlüssel. Schlüssel, Mitteltune. Also es ist auf jeden Fall ja, sinnvoll, irgendwo mal vielleicht da mal irgendwo reinzusteigen und vielleicht Reichtümer zu finden. Hier gibt's einen Brief. Brief an dich. Mir bleibt nicht viel Zeit, höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ein schöner Ausblick auf den Sonnenuntergang oder die funkelnden Sterne sollte ich so lange überdauern. Ich kenne Leute, die Angst haben, alleine zu sterben. Doch nun, da ich hier liege, ist mir klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Immerhin ist diese Reise eine, die wir alleine antreten, mit nichts und niemandem im Schlepptau. Da hat er recht. Und so überlasse ich dir, der du mich findest, vielen Dank, den Schlüssel zu meinem Haus in der Hoffnung, dass das, was ich hinterlasse, neue Bedeutung finden möge. Vielen Dank, du Toter. Und ja, ein schöner Brief. So, wir interagieren, machen Feuerchen. Ah ja, er holt seine Fackel raus. Das ist richtig. Ich frag mich, wie seine Fackel da die ganze Zeit brennt, weil er macht sie ja nicht an. Er holt sie raus. Meine Lampe leuchtet weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Ja, jetzt wird's ja sowieso dunkel, da ist das sogar noch besser. Oh, da hinten raucht es auch schon. Ach, ich finde das irgendwie geil. Also es sieht viel besser aus als Assassin's Creed Odyssey. Also man steht da und guckt sich so ein bisschen die Rauchschwaden an, so von Weitem und so. Oh, das ist geil. Finde sowas Vertraute und rette sie. So, wohin muss ich denn da gehen? Ja, da werden so drei Symbole angezeigt. Also irgendwo gibt es ja auch noch ein Haus von denen, der hier rumliegt. Den muss man ja unweigerlich entdecken. Oh Gott, das war falsch. Ja, er sollte nichts sehen. Es war aus Versehen. Ah, hier ist ein Reichtum. Ich wollte schon sagen, das ist so ein wunderschönes Gebäude und kein Reichtum. Ja, Leder und Eisenerz, halt der Standard. Was jetzt? Oh, da war eine Schlange, glaube ich. Ja, da steht sie. Aber warum gibt es hier Schlangen im Gefäß wieder? Die bewachen doch nichts. Und was machen die Schlangen die ganze Zeit im Gefäß? Ich weiß, was du gerade denkst. Und das wäre? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie ein einsamer Wolf. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon... Ein Wildschwein. Ein Wildschwein! Der kämpft doch mal mit. Eva, stehst du vor meinen Pfeilen? Oh, ich hab ein bisschen Panik, weil nämlich die Eisbären in Nordwegen mich ganz schön fertig gemacht haben. Sie sind meine Familie. Ja, nicht erzähl wenig. Weiter. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Ich glaube, das ist sogar die Synchronsprecherin von Angelina Jolie, ne? Die deutsche Synchronsprecherin. Die Summa. Hi Maxi, schön, dass du dabei bist. Ich suche gerade irgendwelche Vertraute von Summas. Und Summas ist die Angelina Jolie hier hinter mir. Und ja, wir wollen eigentlich einen Haufen Verbündete haben. Da, wo wir eingebrochen sind in diesem wunderschönen Englandland. Suchen wir jetzt einfach mal ein paar Verbündete. Wenn es mal hart auf hart kommt. Damit ich noch ein paar Leute habe. So,
Also hier sind wahrscheinlich noch zwei Orte und hier ist noch ein Ort. Hier sollen wir mal vorbeigucken gehen, was da so gibt. Ja, also der Rabe sagt auch, dieses Gebiet soll ich ja ein bisschen mal besser erkunden. Ich höre schon leichte Wolfsgeheule. Es kann sein, wir haben gleich Wölfe. Tierische... Sie haben jemanden eingekreist. Oh ja. Vorsicht ist geboten. Da oben ist auch ein Ausrufezeichen. Ja, jetzt kommt der Wolfskampf. Ich hatte schon recht gehabt. Ja, Scheiße. Uiuiuiui. Zack, zack, zack. Zack. Es gibt zwei Karten für euch. So, ja, also du bist relativ pünktlich, weil, ja, der Stream läuft ja jetzt seit 32 Minuten. Lacht Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwindet. Ich glaube, das waren schon alle Wölfe, oder? Nein, 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 da kommt noch was. Oh, ein schwarzer Wolf. Weiße und schwarze Wölfe, die in einen Rudel zu sehen, finde ich ein bisschen komisch, ob das so richtig ist, weil ich glaube, Wölfe verstoßen ja eigentlich so die verstoßen ja schon, wenn die so anders aussehen, die eigenen, weil die ja sonst auffallen im Rudel. Okay, und Maxi, wie geht's dir? Erzähle mal was. Wir tun erstmal den Wiederbeleben. Hey, komm. Du lebst. Ja. Also einfach aufstehen, mehr nicht. Du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Ach du mein Arsch, komm. Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Oh, ich glaube, wir haben noch ein paar Wölfe. Ja. Ich bin selbst kaum noch am Leben. Jetzt hat er keine Angst mehr, ne? Mit Odins und Freyas Segen sitzen wir jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dorthin und ruh dich aus. Eivor und ich suchen die anderen. Ich gehe zum Lager. Während ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich... Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Da ist wieder ein Wolf. Wir haben ja so viele Wölfe. Aber auch Reichtum erwartet uns. Und zwar hier hinten. Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja. Und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste. Das ist echt krass hier. Das ist wirklich ein Wolfsgebiet, das kann man so sagen. Also das hatte ich ja bisher noch nie erlebt. Dass es so krass hier mit den Tierchen ist. So, wie kommt man jetzt hier rein? Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Er wirkt etwas schwermütig, doch dank ihm sind uns die Götter wohlgesonnen. Und das muntert den Rest von uns auf. Ach hier, da muss man vielleicht was wegtragen. Na, das ist natürlich auch witzig, wenn das so funktioniert. Wir werden mal versuchen, hier die Steinchen wegzuräumen. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Nackenverspannung heute. Ich weiß nicht warum. Ah. Jetzt sind wir reingerutscht und wir sehen nichts. Ah nein, das war die falsche Taste. Eine Fackel. Brauchen wir. Und hier haben wir unseren Schatz, den wir benötigen. Oh, Eisenerzleder. Ja, alles super. Alles super. Brauchen wir. Und wieder raus. Wie kommen wir wieder raus? Okay, also einfach nur dagegen, glaube ich, laufen. Dann passt das. Ja, jetzt haben wir einen gefunden von drei. Und dann geht es jetzt also weiter. Also ich denke mir mal, wir werden jetzt immer wieder auf Tiere stoßen. Die dann wieder kalt machen. Aber es ist schon eine geile Atmosphäre hier. So ein bisschen mit der Fackel und so. Hallo. So. Gehen also jetzt mal zu diesem Gebiet dahinter, was jetzt unser toller Rabe ausgekundschaftet hat. Und hier ist auch ein Langboot. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Also gibt's ja doch menschlichen Widerstand. Schwer zu sagen, es ist so verkratzt und zerschlagen. Tatsächlich.
Ja, genau. Guckt euch nur auf, ihr zahnlosen Kätzchen. Na, ich wollte mich jetzt anschleichen. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Psst, ruhig. Was denn der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind? Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Birna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich sie erkennen. Aha. Wieso werden wir gleich gesehen? Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Ich bin hier versteckt. Und die sehen mich alle sofort. Obwohl, ne, jetzt sind die wieder so ein bisschen am Suchen. Also, ein bisschen doof sind die. Ein bisschen doof sind die. Ach, krass, ne? Also, sobald man mit dem Kopf ein bisschen rausguckt, dann ist ja schon Sense. Das ist echt ein bisschen neu und schwierig. Früher war es nicht so krass. Hier können wir auch einen Angriff machen, aber das wird ihn richtig kaputt machen. Scheiße. Ja gut, wir kämpfen jetzt. Das bringt nichts jetzt hier, diese Schleicherei. Das ist auch ziemlich der stärkste und wir haben jetzt auch nichts mehr, was wir jetzt an Pfeil und Bogen hätten. Wie lange ich heute noch streame? Wie lange streame ich heute? Das ist immer so eine Frage, die ist schwierig zu beantworten. Aber 2 Stunden spiele ich auf jeden Fall heute. Mal gucken, ob es noch eine 3. Stunde wird. Gestern waren ja jetzt, ich sag mal, kaum oder ja wenige Leute nur noch in der 3. Stunde. Also da hat es sich auch dann kaum noch gelohnt. Also wahrscheinlich 2 Stunden. Vermute ich mal. Also bis 21 Uhr. Also mindestens bis 21 Uhr. Vielleicht sogar bis 22 Uhr. Soma, ich wusste, dass ich da draußen ein Wesen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birna, ich habe ein Lager in der Nähe unter einem Leuchtfeuer. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Wir gehen Was jetzt für ein zum toller Lager. Name. Bis du wiederkommst, habe ich alle wieder auf Trab gebracht und wir singen dir ein Liedchen. Birna. Gibt's auch. Also, das ist ja echt ein Name, wo man wirklich wahrscheinlich sehr oft gehänselt wird. Hier haben wir auf jeden Fall einen Brief gefunden. Alter römischer Brief. Wertester Gratian, der Verlauf deiner Schlacht von Hadrianopolis war unglücklich, aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren. Oh, Gallien. Kennt ihr das, Gallien? Kennt ihr das? Und es verteidigen, da viele unserer Männer dorthin kommen. Die Soldaten sehen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, das du ihnen in der Schlacht einhauchst. Bitte triff mich in Lugdunum. Sobald es dir recht ist, wir werden Pläne schmieden, Thrakien zurückerobern. Magnus Maximus. Oh, das ist auch ein wunderschöner Name. Die Geistnamen hier. Echt, hier gibt es die Geistnamen. Richtig cool. So, und hier ist jetzt schon wieder Tag. So ziemlich. Und wir brauchen nur noch einen Vertrauten. Großartig. Müssen wir jetzt noch retten gehen? Oh, ja. Und wir spazieren einfach mal übers Feuer. Das ist eine Mutprobe. Wir verzeichnen das als Mutprobe. Birna und Galen. Wie Feuer und Eis, könnte ich mir vorstellen. Genau. Gut beobachtet, ja. Ich mag es, mich mit verschiedensten Menschen zu umgeben. Sie kommen. Ja, aber ich muss jetzt mal kurz dich unterbrechen, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Nein! Das war jetzt die falsche Tastenkombi. Ich wollte eigentlich nur den Ort markieren, wo ich hin muss, aber warum zeigt es mir das jetzt nicht im Kompass an? Das ist ja doof. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Da muss ich jetzt den Adler rausholen. Hier. Und dann den Ort markieren. Also wahrscheinlich ist das so gewollt, dass man, wenn man in einer Quest ist, sich selber nicht den Ort markiert, sondern lieber den Adler nutzt und dann eine Gruppe markiert. Gefangener Dänen. Das ist aber auch neu. Ich muss sehen, was du siehst. So, und schon wieder. Also, wir gehen wie Trottel rein. Also, ganz ehrlich, ich wollte mal schleichen.
Und die haben Schilder auch noch. Nein! Stirb! 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 Stirb doch endlich! Oh, ihr seid zu stark! Wer bist du eigentlich? Achso, das ist die Angelina? Okay. So. Zack! Zack! Dein Schild kaputt! Weg damit! Du brauchst kein Schild mehr. Vorbei mit dir! Ach mein Gott, hier. Eine Axt für dich. So. Von den Seiten, strengt euch an! Einfach mal ins hässliche grüne Flüsschen hier geworfen. Der wird jetzt angepisst sein. Das überlebst du nicht. Ja, komm, das überlebst du auch nicht. Ganz schön viele Leute, ja. Und ich mit meiner komischen Spitzhacke, also wir müssen mal echt uns irgendwie anders ausrüsten demnächst. Ich weiß, ich erzähle das schon seit einer Weile. Sie gerne. Du kannst jederzeit wiederkommen. Du kannst auch gerne dich noch ausruhen ein bisschen. Jederzeit kannst du wiederkommen. Auch gerne nachträglich in meinen Videos vorbeigucken und da Kommentare hinterlassen. Komm mit mir. Birna und Galen sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Oh, das war brutal. Triff uns dort, wenn du bereit bist. Also das mit den Köpfen habe ich ja noch nicht hinbekommen, ne? So, also wir sollen jetzt zu Somas Lager jetzt zurückkehren, weil wir haben ja jetzt diese drei Vertrauten eigentlich mehr oder weniger alle befreit. Aber bevor wir das machen, natürlich wieder hier voll der Kleptomanen, den Kleptomanen spielen hier. So, hier ist der ist auch tot. Hier gibt's nichts mehr zu nehmen, ne? Da hinten? Was ist da hinten? Das leuchtet blau, aber es hat keinen Sinn, oder? Doch, lesen. Ein Gedicht über Leaf? Hat er es über sich selbst geschrieben? Inschrift auf den Langschiff. Dieser Schiffbauer liebt seine Kunst und es gilt, dass er trägt seine Ehre vom Herz wie ein Schild. Weißt du was? Wir rufen jetzt unser Reittier, denn unser Reittier kann auch schwimmen. Ja. Oh, scheiße, das war die falsche Taste. Ist natürlich doof, wenn man den Proviant auffrisst, weil man vergessen hat, dass das nicht das Reittier gerufen ist. Also, technisch gesehen ist der Steuerkreuz rechts fressen, also Heilung, und Steuerkreuz nach links das Reittier holen. Und das Reittier, was wir hier haben, das ist ein Wolf, kann schwimmen. Und ja, natürlich ist das sehr cool, wenn die natürlich schwimmen können, vor allen Dingen bei so vielen, sag ich jetzt mal, Seen und Bächen, Flüsse, ist das natürlich schon sehr, sehr geil, sowas zu besitzen. Oder so, dass überhaupt Reittiere schwimmen können, ist schon sehr gut. Das gab es auch noch nie. Ja, jetzt sind wir wieder mit Tune. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galen darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Ja, sie werden dankbar sein. Es zählt nur, welche Art Anführerin du von jetzt an bist. Sie werden vor allem an ihre Feinde denken. Ja, ich finde das in der Mitte ganz charmant. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Wann jetzt? Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Die Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren. Aber ihr drei seid mir geblieben.
Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, meine Gute. Hätten wir doch heute machen können. Naja, einen Tag später. Oh, ich habe keinen Bock jetzt, wieder irgendwelche Leute kalt zu machen. Oh. So, was für eine Scheißnacht. Anscheinend sind noch mehr von Somas Soldaten. Da war die Quest, die Weisen der Fans.